das war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend gerade. Ich glaube, es war körperlich mit das Anstrengendste, was ich jemals erlebt habe. Erstens ging es mir viel, viel besser nach wenigen Minuten. Und zweitens hatte ich das Gefühl, ich möchte das nochmal machen, weil es sich so gut anfühlt und einfach mein Körper mir dieses Feedback gibt, dass es eine gute Sache wäre, das auch noch häufiger umzusetzen. Durch das Fieber wird alles angeheizt. Du hast natürlich auch den Vorteil, weil über die Haut schwitzen wir. Die Haut kommt alles raus. Gleich geht es für mich in die Hyperthermie und als Vorbereitung, um mich ein bisschen aufzuwärmen, um den Puls ein bisschen hochzubringen, werde ich jetzt noch 20 Minuten auf dem Fahrradtrainer verbringen. Okay, jetzt geht es gleich los mit der Hyperthermie. So sieht das Gerät aus, wo ich gleich drin liegen werde. Falls man währenddessen mal auf Toilette muss, also urinieren muss, kann man da rein urinieren, weil wenn man aufstehen würde, würde ja die ganze Wärme verloren gehen. So sieht das gute Teil von innen aus. Ich werde wahrscheinlich währenddessen kein Video machen können, weil man hier oben nur mit dem Kopf rausguckt. Das heißt, ich kann meine Hände sind quasi hier eingedeckt. Und genau, währenddessen werde ich noch eine Elektrolytinfusion bekommen, weil ich auch sehr, sehr viel schwitzen werde und Mineralien ausscheide und das unterstützt das Ganze, das führt das dem Körper wieder zu. Und genau, wahrscheinlich werde ich mich erst wieder danach melden und wahrscheinlich ein bisschen fertiger als vorher aussehen. Also bis später. So, das war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend gerade. Ich glaube, es war körperlich mit das Anstrengendste, was ich jemals erlebt habe. Genau, es waren fast anderthalb Stunden, die Hyperthermie. Die höchste Temperatur war, glaube ich, 39,7 oder 39,8, das war das höchste. Also 39,7 oder 39,8. Jetzt liege ich schon 5-6 Minuten hier zum Ausruhen und von Minute zu Minute werde ich stabiler und fühlt sich auf jeden Fall schon wieder alles gut an. Und ich zeige nochmal die Temperatur, das finde ich auch spannend. Genau, ich habe gerade nochmal gefragt, also die höchste Temperatur war 39,8. Und was ich spannend finde, jetzt nach 6-7 Minuten ist die Temperatur immer noch 39,2. Und jetzt, also es ist sinnvoll, jetzt einfach zum Beispiel liegen zu bleiben, sich noch mit einem Handtuch zuzudecken, damit die Körpertemperatur möglichst lange erhöht bleibt, um ja möglichst viel von den Effekten zu profitieren. Also einmal das Immunsystem wird extrem aktiviert. Allein schon durch die Körpertemperatur sterben verschiedene Erreger ab. Zum Beispiel Borrelien sind hitzeempfindlich. Es werden natürlich auch viele Gifte ausgeschieden über den Schweiß. Was auch sehr spannend ist, die Temperatur wird die ganze Zeit gemessen. Auch am Anfang. Meine war am Anfang 36,9. Das ist sehr gut. Viele Menschen haben aber Temperaturen von 36, 36,1, 36,2, 36,3, wodurch einfach viele Reaktionen im Körper nicht so effektiv oder auch nicht so schnell ablaufen können, weil die Enzyme nicht so schnell funktionieren und das Immunsystem ist schwächer, Krankheitserreger fühlen sich wohler. Und was spannend ist, von Leuten, die eine zu geringe Temperatur haben, zum Beispiel sie kommen mit 36 Grad hier an, dann, also nach der Behandlung, ist die Körpertemperatur ja erhöht. Einfach zum Beispiel auf 38,5 oder auf 39 oder ich hatte jetzt 39,8. Je nachdem, wie hoch man geht, das hängt auch vom Zustand des Patienten ab. Und dann geht die Temperatur, wie ich gerade schon gezeigt habe, langsam wieder runter. Aber auf Dauer erhöht sich die Standard, die normale Körpertemperatur, was ja extrem wertvoll ist. Schon nach der ersten Anwendung kann es sein, dass die Körpertemperatur bis zu 1 Grad eventuell, aber auf jeden Fall einige Dezimalstellen, also 0,2, 0,3, 0,5 oder auch vielleicht 0,7, 0,8 Grad ansteigt, wenn die Leute eine zu niedrige Körpertemperatur haben, was natürlich extrem wertvoll ist auf Dauer, weil dann das Immunsystem viel stärker ist, viele Vorgänge im Körper viel schneller und effektiver ablaufen können, wie ich gerade gesagt habe, weil also die Nachteile von Untertemperatur verschwinden dann halt. So, jetzt ungefähr eine halbe Stunde vergangen nach dem Ende der Hyperthermie. Ich habe insgesamt knapp
3 Liter Wasser über den Schweiß verloren oder Flüssigkeit über den Schweiß verloren. Man sagt, pro 1 Grad Körpertemperaturanstieg ab 37 Grad verliert der Körper ungefähr 1 Liter Wasser. Und genau, bei mir ist er fast um 3 Grad angestiegen von 36,9 auf, ich glaube, 39,8. Und zusätzlich habe ich noch 600 Milliliter ungefähr über den Urin verloren und habe währenddessen aber 1,5 Liter getrunken und ungefähr 600 Milliliter als Infusion bekommen. Und ich habe jetzt ja schon wieder etwas getrunken, reines hexagonales Wasser, und habe auch gleichzeitig das Bedürfnis, wieder Mineralien aufzunehmen. Da kann man ja verschiedene Quellen nehmen, frisch gepresste Gemüsesäfte zum Beispiel, und ich nehme spezielle kolloidale Mineralien ein, einen Mineralienkomplex, und wo ich jetzt aber auch körperlich merke, dass ich ein großes Bedürfnis danach habe. Und zusätzlich ist es noch sinnvoll, Bindemittel einzunehmen, um freigesetzte Toxine zu binden. Kann man verschiedene Sachen einnehmen. Ich persönlich finde am effektivsten ein spezielles weiterverarbeitetes Zeolit, was aufgebrochen wird mit einem patentierten Verfahren und was in Vitamin C eingekapselt wird und was dann quasi auch in der Lage ist, nicht nur im Darm Dinge zu binden, sondern auch in den Zellen, im Blut und überall das aufzusaugen und dann über Urin zum Beispiel oder Stuhlgang auszuscheiden. Gibt es halt verschiedene Optionen. Offiziell darf man nicht sagen, dass es entgiftet, aber ich habe das Gefühl, dass es ein Gift aus dem Körper entfernen kann. Aber offiziell darf man nicht sagen, dass es entgiftet. Nach der Behandlung ist es empfehlenswert, sich gut einzupacken. Zum Beispiel Bademantel habe ich ja an. Und sich dann nochmal ins Bett zu legen. Also hinzulegen, um dem Körper Ruhe zu gönnen. Weil es natürlich auch für den Körper anstrengend ist. Aber auch warm zuzudecken, dass man möglichst lang die Temperatur oben halten kann, beziehungsweise dass sie möglichst langsam wieder absinkt, um noch von den positiven Effekten der höheren Körpertemperatur zu profitieren. Was ich noch sehr interessant finde, ich habe direkt wenige Minuten nach der Behandlung, nach der Hyperthermie, obwohl es echt die letzte halbe Stunde wirklich sehr anstrengend war für mich körperlich, hatte ich direkt, also erstens ging es mir viel, viel besser nach wenigen Minuten. Und zweitens hatte ich das Gefühl, ich möchte das nochmal machen, weil es sich jetzt so gut anfühlt und einfach mein Körper mir dieses Feedback gibt, dass es eine gute Sache wäre, das auch noch häufiger umzusetzen. Und das finde ich sehr spannend. Und was auch noch interessant ist, dass der Körper sich an diese hohen Temperaturen gewöhnt, sodass weitere Durchgänge für den Körper einfacher zu verkraften sind, beziehungsweise eine längere Dauer aushalten kann. Bei mir waren es jetzt knapp 1,5 Stunden. Man kann aber auch 2 Stunden und 15 Minuten, ist die Höchstdauer, glaube ich. Das kann man auch machen, nicht am Anfang, aber halt, wenn man es häufiger macht. Und man kann auch noch die Temperatur steigern. Man kann auf jeden Fall bis auf 40 gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist sogar noch mehr möglich, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Das finde ich auch interessant und ich werde das wahrscheinlich auch nochmal machen. Und ihr merkt, dass ich ab und zu mal tiefe Luft hole oder ein bisschen überlegen muss, um meine Gedanken, Gefühle, Erlebnisse, Erfahrungen in Worte zu fassen. Einfach weil wahrscheinlich der Körper noch sich erholen muss und einfach viele Regenerationsprozesse gerade ablaufen. Aber mir geht es wirklich, also ich fühle mich körperlich sehr, sehr gut schon wieder. Und auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde das jetzt weiter beobachten. Ich melde mich jetzt nochmal ein paar Stunden später. Also die Behandlung war heute Nachmittag, jetzt ist es schon spät am Abend. Und ich habe mich dann insgesamt noch ungefähr eine Stunde nach der Behandlung hingelegt, ausgeruht. Aber ich habe mich dabei die ganze Zeit sehr, sehr gut gefühlt. Und nach einer Stunde war es dann ungefähr schon wieder Normalzustand. Genau, seht ihr auch, glaube ich, an meiner Ausstrahlung. Das
das Ganze jetzt wieder normal aussieht, so wie vor der Behandlung. Direkt nach der Behandlung sah das Ganze ein bisschen anders aus. Und ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich weiß, dass ich es nochmal machen werde hier in der Swiss Mountain Clinic. Für mich hat sich das sehr, sehr gut angefühlt. Zwischendrin, also vor allem die letzte halbe Stunde, habe ich ja schon gesagt, war sehr, sehr intensiv. Aber direkt als die Sitzung beendet wurde, war direkt eine sehr starke Erleichterung da. Klar war ich noch etwas erschöpft, aber das hat sich trotzdem, die Erschöpfung hat sich trotzdem, sage ich mal, gut angefühlt. Ich habe einfach gemerkt, der Körper arbeitet. Und wie gesagt, nach einer Stunde hatte ich dann schon wieder Normalzustand. Genau. So viel dazu. Und ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. So, hier sind wir in der Raumschiffstation gelandet. Nee, kleiner Spaß. Wir sind hier bei der Hyperthermie. Ich lag auch schon drin. Ich fand das also sehr, sehr intensiv. Das war das körperlich, glaube ich, mit das Intensivste, was ich bisher erlebt habe. Sehr anstrengend gewesen, die letzte halbe Stunde. Aber ich habe mich danach sehr, sehr gut gefühlt und wollte es eigentlich direkt wieder machen. Friederike, vielleicht kannst du kurz und knapp sagen, welche Funktion hat die Hyperthermie und wie wendet ihr, also oder für welche Leute wendet ihr es an? Also die Hyperthermie, ne, erzeugt quasi Fieber. Ne? Ja. Wir schicken den Patienten mal richtig so hoch mit der Thermie. Wie hoch bist du gekommen? 39,8. Genau, ne? Also dass der wirklich mal über seine Körpertemperatur hinausgeht, als wenn er wirklich so eine schwere Grippe hat. Ja. Und warum machen wir das? Aus zweierlei Gründen, weil wer hat heutzutage schon noch Fieber? Ja. Viele Menschen haben einfach gar kein Fieber mehr richtig. Die Temperaturregulation funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Mhm. Insbesondere bei chronischen Erkrankungen, also bei chronischen Infektionen. Mhm. Aber natürlich auch bei Menschen, die irgendwo in so einer Starre sind. Mhm. In so einer Regulationsstarre. Ne? Erschöpfung, was weiß ich, neurodegenerative Leiden, zahlreiche Krankheitsbilder. Ne? Und wir nutzen es auch, weil natürlich durch das Fieber haben wir einen wahnsinnigen Immunstimulus. Also wir messen auch vorher die weißen Blutkörperchen und nachher. Durch das Fieber wird alles angeheizt. Mhm. Und du hast natürlich auch den Vorteil, und deswegen ist es auch manchmal gut, bei Ausleitungskuren eine Hyperthermie auch zu integrieren, weil über die Haut schwitzen wir. Über die Haut kommt alles raus. Das kennst du ja aus der Sauna. Und das ist natürlich wirklich ein Vorteil, weil der Patient liegt hier. In der Sauna ist man eine halbe Stunde. Mhm. Manchmal macht man 2 oder 3 Gänge, aber hier liegst du teilweise 4-5 Stunden am Stück. Je nachdem, was du persönlich aushältst. Ne? Und damit hast du natürlich, ja, schlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ja. Entgiftung, Immunsystem. Und auch einzelne Erreger sind ja auch, sag ich mal, sensibel, wenn die Körpertemperatur steigt. Genau, bei einer bestimmten Temperatur kriegst du die Erreger, die Viren, und ab einer gewissen Temperatur, 41 plus, hast du natürlich auch gerade bei den ganzen Krebserkrankungen sehr, sehr gute Erfolge. Und dann während der Hyperthermie auch noch Infusionen zu geben, antivirale Infusionen, DMSO. Wirkt dann nochmal effektiver sozusagen. Genau. Weil die ganzen Reaktionen im Körper auch noch schneller abläufen. Genau. Dadurch, dass die Enzyme zum Beispiel besser funktionieren. Also so, ich weiß gar nicht, warum du nicht Arzt geworden bist. Ja, wahrscheinlich traumatische Erfahrungen von anderen Ärzten. Ich hätte mehr Ärzte wie dich gebraucht, dann wäre ich vielleicht auch Arzt geworden. Genau, das ist der Vorteil. Ne? Und es ist wirklich so, es ist eine sehr, sehr schöne Therapie und sie muss individuell angepasst werden. Also wenn der Patient auch sagt, hey, jetzt bei 38 ist schon Stopp, dann ist der Stopp, dann geht es beim nächsten Mal höher. Und beim nächsten Mal soll es auch leichter sein, hat mir der... Beim nächsten Mal ist es in der Regel leichter. Man weiß ja auch, was einen erwartet. Ja. Und ein wichtiger Punkt ist, viele Leute, die chronisch krank sind, haben eine zu niedrige Temperatur, Körpertemperatur. Mhm. Generell halber Grad, vielleicht zu niedrig oder sogar noch mehr. Und leiden halt darunter, das Immunsystem ist zu schwach, das Enzymsystem ist schwach und alles, also man leidet auf jeden Fall darunter, man wird krank und müde. Und hiermit, hat mir zumindest der Arzt gesagt, der mich begleitet hat, ist es möglich, also dass die Körpertemperatur dauerhaft leicht ansteigt nach der Behandlung. Das wusste ich vorher auch nicht, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Ist es alles, was so Reiztherapie, sagen wir immer so gerne, ne? Ja. Dein System kann sich wieder neu ordnen. Ist ganz, ganz toll. Wie so ein kleiner Reset. Mhm. Auch wenn man dieses Problem hat, auch mal wirklich heiße Bäder nehmen. Ne? Ja. Heiße Bäder, warmes Essen, auch das hilft. Ja. Nicht diese eiskalten Getränke. Genau, und dabei wird man natürlich die ganze Zeit betreut. Also
die ganze Zeit, während die Hyperthermie läuft, ist jemand da, der einen betreut. Man bekommt was zu trinken, man kann auch währenddessen, zum Beispiel ich musste auch mehrfach urinieren in der Zeit. Weil ich habe auch sehr viel getrunken. Ich habe, glaube ich, über 1,5 Liter getrunken und ich habe über 3 Liter ausgeschwitzt. Also der Arzt hat mir gesagt, ungefähr, wenn die Körpertemperatur über 1 Grad gestiegen ist, heißt das, dass man ungefähr 1 Liter ausgeschwitzt hat und ich musste halt sehr viel in der Zeit trinken. Und ihr gebt alles dafür, dass es möglichst komfortabel ist. Natürlich ist es gewissermaßen anstrengend, aber die Erleichterung, die man danach spürt oder die Verbesserung, ist es auf jeden Fall allemal wert, kann ich von meinem Erlebnis sagen.